Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und jo, der Warden ist ja mal wirklich ein bisschen spooky, will ich nicht sagen, aber die wilde 13 ist es auch nicht. Nee, sie ist, glaube ich, die wilde 12. Kommt jetzt der nächste Teil, glaube ich, in die Kinos. Und ja, es wird so ein bisschen piratrig hier. Ich muss sagen, grenzwertig. Sehr grenzwertig, aber naja, es ist schon ganz witzig mit dem Papagei und aber irgendwie finde ich passt dieses Schrotflintengewehr hier überhaupt nicht zu ihm. Weiß ich nicht, weil er ist ja ein Wächter, er ist ja jemand, der jetzt nicht unbedingt mit so einem Ding um sich rumschießt. Also für mich ist der Warden immer so ein bisschen, hat ein bisschen was von Magie und Zauber. Aber naja, wer es mag. Es kommt ja jetzt diese Piratengeschichte. Wir haben jetzt schon die Piraten Kevin und dementsprechend kommt jetzt auch der König. Aber ich habe das schon mal ein bisschen vorgearbeitet im Passivist mit dem Account und auch mit dem Thorsten. Gönne ich mir natürlich immer den Pass. Und wir sind auch ganz aktuell in der laufenden, na, noch nicht Liga. Noch nicht Liga, aber wir sind im Clan DEAD. Und ich weiß aber gar nicht, ob wir noch jemand, ich kann euch nicht genau sagen, ob wir noch jemanden suchen. Die Tauschbörse läuft auf jeden Fall, beziehungsweise die Suchbörse. Wer noch was sucht, die Discord-Server der einschlägigen Kanäle suche, finde, biete mich an, sind sicherlich noch geöffnet, bis ja, vielleicht noch ein, zwei Tage läuft ja noch nicht an hier. Also hier kann noch nicht gestartet werden. Wir sind erst 13, wobei man dann hier unten noch welche abziehen muss. Den Baba King, den Bänder, die beiden müssen wir abziehen hier. Das heißt, hier fehlen da doch noch der ein oder andere vielleicht aus dem Clan Herausforderer. Mit meinem 13er habe ich mich hier eher leicht getan. Jetzt im Pass, den Pass habe ich ja durchgespielt, aber die Clanspiele kann ich mir fast jetzt abholen, ja fast. Unheimlich schwer habe ich mich hiermit getan, nämlich passend im Nachtdorf das ganze Gold auszugeben und die Runen auch einzulösen, weil es gab ja auch welche im Pass, beziehungsweise es gab ja auch welche, beziehungsweise ich hatte noch welche und es gab welche, doch, ich glaube im letzten Pass gab es welche, ich weiß gar nicht genau. Und ja, nichtsdestotrotz habe ich es aber trotzdem nicht geschafft, mein Rathaus noch günstig hochzukloppen. Das kostet eigentlich, wenn man den Pass gut durchgespielt hat, nur 14,4 Millionen. Ich muss heute 18 Millionen dafür hinlegen. Und ich habe keinen Hammer, aber es gibt hier direkt, glaube ich, in den ersten Rewards ein Book of Building. Da mache ich das in jedem Fall mit fertig. Dann ist das Rathaus auch schon mal auf Level 5. Und ja, mein Held, ich glaube, der Held bleibt jetzt erstmal stehen. Ich habe noch, soweit ich es weiß, hier Heldenbücher. Aber das kann ich noch nicht nehmen, weil ich noch eins habe, richtig? Und ich denke, das gönne ich entweder dem Warden oder aber ich habe ja noch ein paar Tage. Ich nehme es für die Queen. Eigentlich wäre es für die Queen angenehmer, denn die läuft immerhin schon 8 Tage. Und dass wir die schon mal auf 72 haben. Ja, der Held muss dann erstmal ein bisschen warten. Der läuft jetzt auch nicht so lange, 3 Tage, aber die kann ich jetzt auch nicht warten, weil wir natürlich hier Liga spielen. Aber wir spielen nicht nur Liga, wir spielen natürlich auch ein bisschen Pass und ein bisschen reinlooten hier. Vielen Dank übrigens für die Kommentare. Allerdings kann ich euch sagen, mit Luft habe ich noch nie wirklich gut gefarmt. Das kann ich irgendwie nicht so wirklich. Vielleicht gehe ich noch in der einen oder anderen Liga, beziehungsweise vielleicht gehe ich hier noch wieder eine Liga runter oder hoch. Ich weiß es noch nicht genau. Aber was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich alles. Wir brauchen eigentlich alles. Und ja, wir müssen schon immer so den ein oder anderen 13er mitnehmen. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Und, oh, der sieht nett aus. Der hat schön viel Dunkles da hinten. Achso, der ist verschossen. Okay. Ah, die Scatter-Shots sind dann auch verschossen. Ne? Seht ihr das? Das habe ich noch nie so, ist mir noch nie so aufgefallen, dass die dann auch ein leeres Töpfchen haben. Aber die zählen natürlich zu meiner Tat hier. Und dann nehmen wir den mal mit. Was habe ich denn hier am Start? Okay, Luftminen wird er jetzt kaum noch welche haben, denke ich mal. Auf die er jetzt auf die er jetzt treffen könnte, weil wahrscheinlich ja die Base hier absolut leer ist. Und dann nehmen wir den schon mal mit dort.
So, die Karre lassen wir gleich ein bisschen querfahren oder nehmen wir was anderes an? Nee, wir nehmen mal unsere Karre mit hier. Wir nehmen mal unsere Karre mit und dann lassen wir die mal von hier reinfahren. Ach, ich hab ja Mauerbrecher. Oh, okay. Ich hätte ja Mauerbrecher gehabt. Ja. Dann nehmen wir die auch mal für was auch immer. So, ein paar. Wir nehmen mal hier unten ein. Und den Rest nehmen wir jetzt hier mal rein. Ich hoffe nicht, dass die mir jetzt wegrennen. Ah doch, die rennen mir weg. Oh, komm. Leute, andere Richtung. Nicht außenrum, obwohl außenrum ist ja eigentlich viel. Ne? Außenrum ist ja eigentlich recht viel. Okay, Karre. Tschüss. Okay, die Karre macht hier schon mal Tschüss. Aber ich nehme hier trotzdem Wut rein in der Mitte. Und vielleicht auch ein bisschen Gift. Und vielleicht können wir ja hier hinten nochmal irgendwie so rüberspringen. Ja, das sieht jetzt nicht gerade nicht so ganz so gut aus. Aber was noch nicht ist, das kann ja noch werden. So, den nehmen wir hier mal außen. Und ein paar gehen hier rüber. Ein paar Bowler sind da drüben. Okay. So, dann müssen wir das mal ein bisschen friesen hier. Oh, da gehen jetzt einige noch rein. Hier sehe ich gerade mit dem King. Und der Warden entscheidet sich auch damit zu gehen. Außen läuft hier noch was. Queen ist das noch. Ja, den machen wir ganz blank hier. Wunderbar. Und jetzt muss ich den nochmal irgendwann zünden. Und ich glaube, na, war da noch was drin? Ah, jetzt hatte, glaube ich, gar keiner gerade Beschuss. Ist egal. Ist egal. Ich habe noch einen Wut hier. Den nehmen wir hier hinten auch noch mal. Oh, da sind die noch gerade so in Wut reingekommen. Die sollten da nur ein bisschen zügiger rum. Aber ich meine, es ist keine Gefahr. Ja. So können wir ein bisschen rumfahren hier und dann verlieren wir sicherlich wieder ein paar Pokale. Also ich mache das immer so ein bisschen gewinnen, ein bisschen verlieren oder aber wenn jetzt eine Quest kommt im Pass, machen wir mal so ein paar Heldenlevel oder sowas, dann verliere ich wieder ein paar Pokale, weil dann schnappe ich mir in der Regel die ganzen Sachen außen. Und aber hier müssen wir jetzt erstmal ein bisschen reinhauen. Das ist ganz undankbar hier. 75 Doppelkanonen, ey, boah. Okay, ich weiß, das Bilderhall 9 hat er drei Stück von, ja, aber die musst du auch erstmal immer erwischen. Allerdings, oh, das ist eine coole Base hier, die sieht gut aus. Aber wo sind die Doppelkanönchen? Okay, da sind, hier unten sind zwei. Ich nehme die einfach aus der Ecke hier mal mit. So und so und so. Ich nehme die einfach mal aus der Ecke hier mit, dann habe ich schon mal zwei. Also hier lege ich jetzt auch nicht so unbedingt Wert drauf, dass ich hier gewinne. Irgendwann gewinnt man sowieso mal. Und den lassen wir mal mitrennen hier. Irgendwann gewinnt man sowieso mal. Und dann kriegt man hier auch den Loot wieder rein und auch den einen oder anderen Pokal. Aber letztendlich geht es mir jetzt um die Kanönchen, dass wir die wenigstens schaffen. Und meine Krampfmaschine geht hier außen wunderbar auch schön durch. Jetzt kommen schon die Clanburg-Truppen und jetzt gibt es natürlich ein bisschen mehr Feuer für mich. Aber wir haben ja schon das erste Sternchen hier. Wunderbar. Und müssten eigentlich auch den zweiten noch schaffen, weil die Tonne da in der Mitte gerade ein bisschen abgelenkt ist. Ja, wunderbar. Wenigstens zwei. Ich meine, auf meine Base machen jetzt die Leute auch nicht immer unbedingt zwei oder mehr Sterne, sondern eher auch so, naja, so anderthalb. Jetzt könnte ich natürlich die ganze Folge hier durchmachen, bis wir die 75 Kanönchen haben. Das mache ich aber nicht. Das machen wir heute Abend so ein bisschen weiter, denn ich habe ja gestern nicht gestreamt am Mittwoch, aber dafür heute am Donnerstag streame ich für euch heute Abend ab circa 21.15, 21.30 so circa. Ein bisschen MLCW eine Stunde und dann machen wir noch ein bisschen was nebenbei, ein bisschen Farm, ein bisschen Pass, was halt so geht, ein bisschen Just Chatting um die Lage herum. Aber nichts ist hier dem Zufall entlassen, beziehungsweise belassen, 6,50. Der Hammer ist noch weit weg, ne? Der Hammer ist noch weit weg. Aber ist nicht so schlimm, ich regge noch mal kurz durch. Lass mir gerade ein paar Clanburg-Truppen gehen, dann hauen wir wieder rein. Bis gleich. 8K nur in der Bohrer, nehmen wir mit. Den nehmen wir mit, nur in der Bohrer, Leute. Weil, naja, okay, ein bisschen ist da in der Mitte auch. Oh, ist klar. Und wollen wir mal keinen Helden. Da haben wir eine Luftabwehr, die nicht luftet. Da haben wir einen Helden, da haben wir zwei Helden. Ja, wir gehen mal hier an der heldenlosen Zeit rein.
Ah, mir fällt gerade auf, ich habe keine Ballons dabei. Okay, ist aber nicht so schlimm. Aber mir ist eben noch was aufgefallen. Komme ich dann aber gleich mal zu. So, meine Mauerbrecher. Weiter. Natürlich schaffen die es nicht ganz rein. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wunderbar. Die Barbaren setzen da auch. Und dann können wir gleich eigentlich hier schon reingehen. Oh, ich habe eine Karre dabei, ne? Ah, das ist die Karre der anderen. Kriege ich immer so schlecht Truppen hier. Deswegen muss ich, Entschuldigt bitte. Ich hab gerade vor mich hingebrabbelt. Ich kriege immer so schlecht Truppen hier. Deswegen nehme ich die Truppen jetzt mal nur mit rein hier. So, hier zwei Stück. Einmal da, einmal da. Und dann können wir hier doch rüber springen, oder? Oh, der King noch auf. Die Queen ist cool, ne? Na? Eine coole Queen. Gleich mal außenrum, aber so richtig. Okay. War nicht so schlimm. Dann können wir hier hinten nochmal rüberspringen vielleicht. Hier. Warum habe ich da jetzt eigentlich gefrostet gerade? Alter. Oh, da waren nur meine Riesen gerade drin in der Mitte. Okay. Da waren gerade nur meine Riesen drin. Wunderbar. Oh, das sieht noch ganz gut aus. Oh, geht doch. So, hier einmal am Bombenturm den einen Lakaien. Und das ist ein bisschen heftig da. Warte mal, ich glaube, den muss ich giften, oder? Ja, mit Gift hat funktioniert. Wunderbar. Jetzt sind wir auch nochmal. Und dann haben wir gar nicht alle Zauber gebraucht. Entschuldigt bitte, ich habe gerade echt vor mir hingebrabbelt. So nach dem Motto, oh. So nach dem Motto, oh, haben wir gar nicht alle Zauber gebraucht, haben keine Maschine gebraucht. Wunderbar, das spart natürlich auch ein bisschen Ressourcen. Aber wie gesagt, mir ist eben noch was aufgefallen. Und zwar ist der Pass dieses Mal, jetzt muss ich aber mal gerade gucken, 333. Okay, dann können wir den nochmal nachbauen, aber wir kriegen jetzt nicht alle Zauber raus, glaube ich, oder? 121. Oder was fehlt da? Hier fehlt ja eigentlich nichts. Ach doch, hier haben wir. Hier fehlt mir ein Gift. Warte mal. Hier fehlt mir eigentlich ein Gift. Und zwar. Was hatten wir denn eben nicht? Eigentlich müsste es so sein. Ein Gift und ein Frost noch. So. So passt es jetzt wieder. So. Und einmal Sprung und dann wieder ein Gift. Na, ich hatte einen Heilzauber. Wahrscheinlich zum Spenden. Egal. Was mir eben noch aufgefallen ist, ist folgendes. Der Pass. Der Silberpass ist aber echt mau, ne? Ich meine, hier hinten. Fängt ja mal gut an für die Silberspieler jetzt mit 5k Dunklem, aber danach ein bisschen Gold, ein bisschen Elex, ein Trank und dann auch noch Nachtdurftrank. Dann gibt es ein bisschen Dunkles, es gibt ein bisschen Gold und Elex, dann gibt es eine Hero Potion, die ist in Ordnung. Ein bisschen Dunkles, Gold und Elex. Okay, die Power Potion ist auch in Ordnung. 800.000 nur Bilder, da gab es die letzten beiden Male etwas mehr, kann ich mich dran erinnern. Und dann war es das auch schon. Das ist echt mau, ne? War das schon immer so wenig? Ist mir wahrscheinlich dann nie aufgefallen, weil ich natürlich immer so ein bisschen auf den Goldpass schaue. Okay, Leute, dann sei es drum. Was haltet ihr vom neuen Pass? Seid ihr zufrieden? Seid ihr nicht zufrieden? Oder aber gönnt ihr euch den Pass diesmal nicht und wartet vielleicht auf dass es wieder einen neuen Kaufskin gibt? Denn ich glaube ja, wenn man hier auf einen Skin geht, Skin wechseln und man hat noch keinen, dann kann man die ja käuflich erwerben. Ich weiß im Moment nicht, welche man käuflich erwerben kann. Da müsste ich jetzt auf die anderen Accounts schauen, welche das zurzeit sind. Aber der hier, auf dem warten wir noch. Den können wir noch nicht selecten. Unlock the Skin from Season Challenges. Machen wir. Das machen wir. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns heute Abend hoffentlich im Stream auf Twitch.tv. Beschreibung und Link immer unten in der Beschreibung. Bis dahin, Leute. Euer Toto. Clashed.